Infinity Slayer. Herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung, heute zu einem neuen Gameplay-Commentary. Und im Hintergrund seht ihr ein kleines Gameplay aus Halo 4 auf der Map Opus im Modus Slayer Pro. Und heute geht es um die Themen deutsche Halo-Kommentatoren, German Halo Nation und das, was sich noch so ergibt. Viel Spaß! Und damit willkommen zurück, Freunde der gepflegten Unterhaltung, zu diesem Gameplay-Commentary. Ja, es gab jetzt ja auch wieder mal länger nichts von mir explizit, außer Psycho the Movie, den Trailer, oder Teaser-Trailer besser gesagt dazu. Ja, ich habe einfach gedacht, ey, du kannst ja eigentlich auch mal eine Montage von dir dann irgendwann machen. Und ja, momentan bin ich dabei, ein bisschen so den Soundtrack schon auszuwählen, aber sonst auch noch nichts. Weil ich ja erstmal noch ein paar andere, Montagen zu Ende machen muss. Schöne Grüße an Soundwaves an dieser Stelle. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Bin dran. Okay, aber zum Thema. So, ich wollte ja mal ein bisschen jetzt deutsche Halo-Kommentatoren heute ansprechen, weil sich da ja im letzten halben Jahr oder im letzten halben Jahr würde ich mal so behaupten, einiges getan hat, einige neue gekommen sind, die jetzt auch öfters und teilweise sehr aktiv Videos machen, beziehungsweise manche, die schon da waren, jetzt aber einen anderen Channel haben, sonst was. Und. Und viele ja nicht mehr da sind. Und ja, ich bin ja auch nur so pseudo da. Vielleicht wird das in den Sommerferien jetzt wieder ein bisschen mehr. Je nachdem, wie ich halt Zeit und Lust habe. Mal gucken. Ne? Wird sich zeigen, ja, und dann kann man ja mal schauen. Genau. So, zunächst möchte ich dann mal so ein paar Leute aufzählen, die jetzt neu da sind und die ich mir mal ein bisschen angeschaut habe und so sagen, was ich davon halte und überhaupt und einfach mal ne, erwähnen. Und da möchte ich an erster Stelle mal den SK Sunrise ansprechen, den ich ja dann vor kurzem auch mal entdeckt und abonniert habe. Und der macht ziemlich viele Videos und viel zu Halo, der macht Tipps, also im 4v4, macht Let's Play Halo 4, Multiplayer, also wo er quasi dann einfach den Multiplayer zockt und so, Commentaries und, nebenbei noch ein bisschen Magic 2014 irgendwas, das habe ich mir jetzt nicht irgendwie so angeguckt, weil mich das, tut mir leid, nicht interessiert. Das ist einfach irgendwie nicht so, keine Ahnung, es ist doch dieses Karten, irgendwas, Spiel, Ding, Arcade, Game auf Xbox Live oder nicht. Hat mir auch schon mal der liebe Imba, schöne Grüße an ihn an dieser Stelle, schon mal irgendwie vor einer Ewigkeit von erzählt. Ist aber nicht so mein Ding, tut mir leid. So, SK Sunrise macht viele Videos. Ich frage mich manchmal, also der macht manchmal drei oder mehr Videos am Tag. Wie schaffst du das, so einen hohen Output zu haben? Das ist ja, hallo, richtig krass. Nein, aber auf jeden Fall ein sehr sympathischer Junge. Sollt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen und lohnt sich. So, dann gibt es natürlich noch was abgesehen von YouTube. Und zwar habe ich mir mal da den Septic rausgepickt. Der streamt relativ oft. Solltet ihr mal in die German Halo Community auf Facebook schauen. Die verlinke ich auch nochmal in der Beschreibung. Genauso wie natürlich Sunrise Channel. Vorbeischauen. Der streamt relativ oft Halo 4, irgendwelche Custom Lobbies und so. Lohnt sich auch mal vorbeizuschauen. Ziemlich coole Sache. So, und dann gibt's noch den Newellis und den X-Fighter. Ja, bla bla, schlechte Aussprache, whatever. Die machen ja... So, Leute, verzeiht mir diesen kurzen Schnitt. Ich wurde gerade natürlich während eines Commentaries wieder angerufen. Super, geil. Die ganze Zeit ruft keiner an. Dann nehme ich doch nochmal in einem Jahrtausend ein Commentary auf und dann ruft natürlich jemand an. Egal, zurück zum Thema X-Fighter und Co. Die machen ab und zu eine ganz nette Show, finde ich, die ja von Gandhi, sage ich jetzt mal, inspiriert wurde. Gandhi, Scott Luther, sollte euch bekannt sein, so, ne, aus dem MLG-Bereich.
Also übrigens auch ein Channel, ne, wer es nicht weiß. Genau. Und dann macht er halt so eine Show und die Show ist vergleichbar damit und finde ich eigentlich auch eine ziemlich coole Sache. Dann gibt es noch Gameplays und Clips bei denen. Also lohnt sich auch da mal vorbeizuschauen, falls ihr Mangel an Halo-Content auf YouTube habt. Und ja, dann kommen wir nochmal zu German Halo Nation kurz. Da wurde jetzt letztens von Quert und Ishma ein Machinima hochgeladen, was ich übrigens ziemlich cool fand. Wer das noch nicht gesehen hat, werde ich auch mal verlinken. Solltet ihr auch mal definitiv vorbeischauen, ist nämlich eine ziemlich coole Sache. Macht so ein bisschen Bock wieder auf Halo und all das und ja, ist eine coole Sache auf jeden Fall. Lohnt sich vorbeizuschauen. So, genau, also so viel dazu. Ich bin auch gerne bereit, irgendwie mal ein kleineres gemeinsames Projekt zu starten oder ein Duel oder so zu machen, wenn man das zeitlich regeln kann. Und ja, einfach dann mal anschreiben, falls da einer von diesen Personen gerade zuschaut und Interesse dran hat. Genau, also so viel dazu. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Lohnt sich, finde ich, definitiv. So, denn die deutsche Halo-Community eigentlich, das hat sich jetzt alles so ein bisschen verschoben. Es gibt ja jetzt hier viele der alten Hasen, sind nicht mehr da oder kaum noch da. Ich zähle mich selbst ein bisschen dazu. So die Leute, die das so damals alles mit angefangen und begründet haben. Auch GGC macht ja jetzt nicht mehr gerade viel zum Beispiel. Oder FFL ist jetzt auch nichts mehr los. UNSC TV und, und. Also im Endeffekt ist da relativ wenig los. Aber gut. So viel dazu. Und jetzt schreibt mich doch mal bei WhatsApp an. Ich fasse das nicht, Leute. Egal. So, dann wollte ich noch ein paar andere Sachen kurz erwähnen, was Community angeht. Das ist jetzt aber nicht nur auf Deutsch, auf die deutsche Community bezogen, sondern überhaupt. Wer Beyond Entertainment noch nicht kennt, das ist so ein Zusammenschluss von ganz vielen bekannten Namen von Editoren und das hier war übrigens lustig. Ich hatte Glück, dass der mich nicht von hinten geschlagen hat. Genau, so ein Zusammenschluss von ganz vielen Kommentatoren, die machen News und alles und machen das auf einem, finde ich, recht hohen Niveau. Also solltet ihr auch mal vorbeischauen, wenn ihr an Halo interessiert seid. Die machen primär Halo-Inhalte, bringen die. Aber auch manchmal ein bisschen Destiny so zwischendurch und auch mal Call of Duty, aber ich sag mal, eins von vielleicht 20 Videos ist Call of Duty. Also, wenn überhaupt. Ich glaube sogar noch weniger. Deswegen muss man da jetzt nicht irgendwie großartig denken, dass die sich da viel drauf beziehen. Genau, und dann gibt es jetzt wieder einen neuen FB-Walchi-Channel vom FBV-Team und so nennen sie sich ja jetzt. FBV, ich weiß gar nicht, wie der Channel genau heißt. Habe ich auf jeden Fall auch mal verlinkt. Und ja, jetzt muss ich mal kurz auf die Situation eingehen. Der hat mich mit der LDR fast downgechased und hab dann am Ende so nicht den Headshot geben können. Und dann kommt natürlich noch einer um die Ecke und dann gehe ich drauf. Das ist mein einziger Tod in diesem ganzen Gameplay und es war so geil. Ich hatte Untouchable und, ach, Mann, sehr ärgerlich. Egal. Genau, so. Also da überall mal vorbeischauen, ist jetzt hier so ein vieles Verlinkungs-, was auch immer Video. Weil es finde ich eigentlich, es geht bergauf, es läuft wieder so halbwegs, was die Halo Community angeht. Da geht wieder ein bisschen was ab. Das ist eine ganz coole Sache. Okay, also so viel dazu. AGL war jetzt auch irgendwie wieder vor kurzem. Habe ich nicht geschaut, leider. Aber ich habe so ein paar Zusammenschnitte gesehen und ein paar Szenen. Muss wohl ganz cool gewesen sein. Also, ja. Ist auch schön, dass es sowas gibt. Und die werden ja auch jetzt endlich mal, das war nämlich immer das, was mich an der AGL, muss ich persönlich sagen, immer früher so ein bisschen gestört hat, dass das alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen gesteckt hat. Aber das ist ja jetzt zum Glück eigentlich vorbei. Und die machen das jetzt ziemlich gut und professionell und ganz toll. Und ja, hier Last Kill. Ganz kurz noch, bald gibt es ja hier das Champions Bundle, haben bestimmt die meisten von euch gehört, auf der Rooster Teeth Expo hat 343 angekündigt, dass sie nochmal ein Map Pack und ein Skin Pack und alles raushauen wollen. Und da wurde unter anderem The Pit aus Halo 3 geremaked und das freut mich sehr. Genau, das wollte ich noch sagen. Geile Sache, freut mich, wird bestimmt super. Und ja, das war's. Mal gucken, ich habe jetzt bald Ferien. Kriegt dann noch Besuch vom lieben Raphael, aka Evergreen. Auch schöne Grüße an ihn nochmal an dieser Stelle. Und ja, dann fahre ich noch in Urlaub.
Familie, dann komme ich zurück, dann fahre ich mit Kumpeln in Urlaub und dann bin ich noch ein bisschen hier. Ich gucke mal, dass ich dann vielleicht noch ein paar Videos mehr mache, je nachdem, wie ich halt Lust und Zeit habe, wie ich bereits sagte. Okay, so viel dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen und entschuldigt, dass ich angerufen wurde, kann ich jetzt auch nichts für und ich wollte es dann nicht nochmal komplett neu aufnehmen, weil ich dann schon, ne? Versteht ihr sicherlich. Okay, das soll es gewesen sein von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschaußen.